Für die Musikstudenten, mit denen ich sozusagen zusammen wohne in Luzern, ist die Corona-Epidemie eine Katastrophe gewesen. Sie haben sämtliche Einkünfte verloren, keine Orchesterjobs mehr, keine Wettbewerbe mehr. Und aus dieser Not heraus entstand die Idee, dass wir doch gemeinsam ein ganzes Hotel übernehmen können und den ganzen Betrieb zusammen sicherstellen könnten. Ready? Yes. I believe in this project because Urban Fry is giving some new possibility to young musicians, and I think this is exactly what we need to do. On a le temps pour jouer la musique et aussi pour travailler dans l'hôtel. Et ça, il a un bon équilibre, ça marche très bien. L'idée fand ich extrem überzeugend, dass man als Musiker einen Job machen kann, bei dem man nicht 8 Stunden arbeiten muss, sondern man auch wirklich Zeit hat zum Üben und wo man umgeben ist von anderen Musikern. Wir haben zu arbeiten, aber wenn man das gut plant, dann kommen wir schon auf 4 Stunden Üben im Tag. Das klappt. Ja. Sorry? Ah. Es ist etwas Neues für uns, aber es ist auch lustig und interessant zu lernen. Und ja, ich bin glücklich. Es hat einen großen sozialen Aspekt. Das Ganze, die Musiker, die hier oben wohnen und arbeiten, lernen miteinander umgehen. Es ist beeindruckend, wie alle durchaus bereit sind, Toiletten zu putzen, als Gasserolier zu arbeiten und am Abend die Geige hervorzunehmen. Ich spüre auch, dass ganz, ganz viele Gäste genau aus diesem Grunde auch beeindruckt sind von den Musikern. Sie lernen sie in einer anderen Atmosphäre kennen. Also wir haben nicht gewusst, dass es ein Konzert gibt, als wir uns entschieden haben, hierher zu kommen. Aber es war erstens sehr schön. So, ich finde, es passt sehr gut hier so in diese Bergwelt. Diese Musik am Abend nach einem schönen Tag hier auf der Rigi. Ich fand das jetzt schöner, wie an ein offizielles Konzert zu gehen, wo alles so perfekt ist. Das ist richtig ein intimer Rahmen und ich habe es sehr genossen.